Ernst Zündel und die Meinungsfreiheit. Ernst Zündel feiert heute seinen 73. Geburtstag. Er, der als einer der führenden Köpfe des Revisionismus verschrien ist, wurde am 24. April 1939 in Kalmbach in Baden-Württemberg geboren. Auch sei er nie Nazi gewesen, behauptet er von sich selbst, sondern suche nur nach der Wahrheit über das Geschichtsbild, das vom nationalsozialistischen Deutschland gezeichnet wurde und wird. Und er behauptet, dass darin sehr, sehr viele Dinge, insbesondere die allerschlimmsten, manipuliert, gar frei erfunden Kriegs- und Nachkriegspropaganda seien, woraus die Sieger bis heute entsprechend große Vorteile ziehen würden. Im Jahr 1958 emigrierte er nach Kanada, lebte dann aber ab 2001 in Tennessee. Laut Meldung der Frankfurter Zeitung wurde am 23. Januar 2002 durch das kanadische Menschenrechtstribunal erstmals die Webseite Ernst Zündels für rechtswidrig erklärt. So wurde er dann auch auf Druck diverser Organisationen im März 2005 an die Bundesrepublik ausgeliefert, damit ihm hier endlich ein richtiger Prozess gemacht werden konnte. Bis dahin hatte er schon dortige Gerichtsverfahren ausgehalten, Bombenanschläge auf sich selbst und Überfälle auf seine Freunde erdulden müssen. Er verschreckte ja die gesamte bürgerliche und vor allem jüdische Öffentlichkeit mit den von ihm vorgebrachten, teils bewiesenen Angriffen, Argumenten und Fakten, Widersprüchen und Unmöglichkeiten zum Holocaust, insbesondere der behaupteten Zahl von 6 Millionen ermordeter Juden durch Nazi-Deutschland. Nun aber wurde in Deutschland wegen Volksverhetzung und Holocaustleugnung gegen ihn verhandelt und natürlich auch verurteilt. Zu 5 Jahren Haft, der Höchststrafe. Er war zur Gefahr für die nationale Sicherheit der Betroffenen und manch sonstiger Staaten geworden. Er, der kleine Ernst Zündel, eine nationale Sicherheitsfrage? Machen sich Zündels Ankläger nicht selbst am meisten lächerlich? Haben sie etwa Angst vor den Ideen, die die Welt verändern? So wie es schon seit Jahrtausenden immer gehandhabt wurde und wird? Die Verkünder neuer Ansichten in Wissenschaft und Gesellschaft wurden ja mit Vorliebe zu Ketzern, Heretikern und Revisionisten gestempelt, weil sie eine gängige und den Herrschenden nützende Anschauung revidieren wollten, die aber letztlich meist näher an der tatsächlichen Wirklichkeit lag und sie besser beschrieb. Es ist ja jede neue Erkenntnis eine Revision des aktuellen Wissensstandes. Also ist Revisionismus notwendiger Bestandteil unserer menschlichen Existenz. Sonst würden wir noch mit Steinbeil am Lagerfeuer hocken. Und wenn sie nicht wieder riefen wie einst ein Galilei, dann kamen sie auf den Scheiterhaufen wie ein Giordano Bruno, in die Folterkeller oder in die Verbannung. Man erinnert sich unwirklich der düsteren Atmosphäre, wie im Film Im Namen der Rose so schön beschrieben wird. Wehe dem, der aus der politisch und religiös vorgegebenen Meinung ausschert. Ist der Holocaust zur Religion verkommen? Ist er so etwas wie die jungfräuliche Empfängnis, über die ich eben als Christ auch nicht diskutieren darf, aber wobei mir jedes Mal sich die Nackenhaare aufstellen, wenn ich an derartiges denke? Ist er wie ein Glaubensbekenntnis herunterzubeten? Und wer dies nicht tut, wird exkommuniziert, ausgestoßen? Fällt wie einst Luther unter die Reichsacht? Wie sagte doch die grünen Ikone Ströbele
zum Problemfall Sarrazin? Wer an einer anderen Meinung festhält, hat Einschüchterung und Drohung verdient. So, so. Und als vor 20 Jahren, am 4. April 1992, in Kreuzberg der Kandidat für die Bürgerinitiative Die Nationalen, der 47-jährige Familienvater Gerhard Keindl, hinterrücks erstochen wurde und verblutete, tönten die Taz, Interim und Radikal in ihren Diskussionen, ob Faschisten umgebracht werden dürfen, in dem Fazit, ja, man darf. Es sei ein tragbares Risiko. Was für ein Schlaglicht auf die Freiheit in Deutschland, wie sie unser neuer Bundespräsident so lauthals bejubelt. Die Gewalt von links im geduldeten und geförderten Treibhaus dieses freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates. Auch Deutschland übt Inquisition aus, wie der mittelalterliche Kirchenstaat. Martin Walser, der im März seinen 85. Geburtstag feiern konnte, stellte anlässlich der Dankesrede für den Friedenspreis 1998 in der Paulskirche fest, dass sich Auschwitz nicht als Drohroutine oder Moralkeule oder auch bloß Pflichtübung eignet. Am starken Beifall, der aufkam, beteiligte sich nur einer der in der ersten Reihe Sitzenden nicht, nämlich der Oberste der Juden in Deutschland. Ihm waren diese Worte Walsers gewaltig aufgestoßen. Dieser walsersche Wopa hat wohl dann leider auch zu dessen nahem Ende beigetragen. Und Walser macht aus seinem Herzen auch keine Mördergrube mehr, wenn er das Berliner Holocaust-Mahnmal als fußballfeldgroßen Albtraum im Herzen der Hauptstadt oder als Kranzabwurfstelle treffend beschreibt. Und er lässt sich auch von dem kommenden medialen Inferno nicht einschüchtern. Es kommt also Bewegung ins Spiel. So auch, wenn ein Grass heute gegen die ständig mit Auschwitz begründete aggressive Politik Israels Stellung bezieht. Man weiß zwar noch nicht, ob er so standhaft wie ein Walser bleibt. Letztlich hat sogar die UNO-Menschenrechtskommission bereits im vergangenen Jahr festgestellt und beschlossen, dass Holocaustleugnung durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt ist. Also nicht juristisch verfolgt werden darf. Und wer nun in Deutschland die Freiheit nicht nur wohlfeil auf den Lippen führt zur eigenen Überhöhung, wie unser jüngster Bundespräsident, der müsste spätestens jetzt sagen, öffnet die Gefängnisse, hebt die Urteile auf und rehabilitiert die wegen Meinungsdelikten Verurteilten und entschädigt sie für die erlittene Freiheitsberaubung. Genauso wie ihr es mit den Opfern der DDR-Diktatur gemacht habt, schnell und unbürokratisch. Über die Peinlichkeit hinweg kann nur Ehrlichkeit helfen. Aussitzen macht alles nur schlimmer und verhärtet die Fronten. Und der eigentliche Diskurs geht ja dann erst so richtig los, nicht wahr?